For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. So, wir sind immer noch in Marodan Osterkal und dann würde ich sagen, die Uhrzeit sollten wir schlafen gehen. Gut, dass wir jetzt zur Stadtwache gehören und einfach in die Kaserne können. So früh schlafen. So. Ja, kann man mit denen schon reden? Hallo Kammer. Der Graf Imsandar ist ein guter und gerechter Herrscher, obwohl seine letzten Anordnungen und Gesetze etwas seltsam waren. Aha, langweilig. Lebt wohl. Hallo, Kammer. Lebt wohl. Wenn die nächste Quest, die ich machen will, kriegt man über Gerüchte. Also frage ich mal ein paar Leute. Alle ausgeflogen. Ja, an der Pyramide. Nee, sieht auch tot aus. Na, nutzen wir die Zeit und schauen uns mal die Pyramide an. Schön, mit zwei Altären. Altron. Oh, da hinten ist sogar noch ein Haus. Das ist eine Herberge. Hier ist ein Herberg. Hallo? Guten Morgen. Hallo. Ich habe gehört, dass die Familie Andra sein Haus verkauft. Sie schlafen komischerweise nicht in ihrem Haus, sondern in der Taverne Elfenschlechter. Haha, das ist der Quest. Schönen Tag. Das ist der. Also normalerweise kriege ich ein Gerücht, das mich zu den beiden schickt. Jetzt hat er mir selber das Gerücht gegeben. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann reden wir mit ihm über Hauskauf. Oh, hallo. Und Probleme. Ja, ich hätte ein Haus zu verkaufen. Aber nur, wenn ihr mir vorher bei einem Problem helft. In unserem Haus haben sich Tante und Onkel eingenistet. Das wäre ja nicht so schlimm, aber leider sind sie nicht. Hier ist mein Hausschlüssel. Beseitigt sie und ich kann euch ein wunderschönes Haus verkaufen. Wie er das so nebenbei sagt. Lebt wohl. Sie sind Liche. Auch wenn ich glaube, ich nicht das denke, dass es die Mehrzahl von Lich. Naja. Lichs? Lichhelm? Oder einfach nur zwei Lich?
Wahrscheinlich gibt keine Mehrzahl von Lich. Lich ist die Mehrzahl von Lich. Ja gut, heißt ein bisschen Geister töten. Und die Belohnung sich ein Haus besorgen wird. Das ist nicht schlecht. Gewirkt. Schade. Aber naja, kann man nichts machen. So. Dann mal zurück zu den beiden und Andras sagen, was das Haus gesäubert wurde. Habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Ah, krass großer Friedhof, wenn man das mit den anderen Stadtpendelblöcken vergleicht. Wie schön. Habt ihr euch? Jo. Ihr habt mein Haus gesäubert? Wunderbar. Ich könnte euch ein tolles Haus im oberen Viertel zum Freundschaftspreis von 5000 Goldstücken verkaufen. Und mein eigenes werde ich umbauen. Ich will nicht mehr an die Geschichte mit den Lichen erinnert werden. Ja, her mit dem Ja, Haus. Das war eigentlich viel zu günstig. Es ist das erste Haus im oberen Viertel. Hier ist der Schlüssel und viel Spaß damit. Lebt wohl. Sehr schön. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Immer den Keller besichtigen. Oh. Inklusive was zum Trinken. Ein paar Kisten. Nett, nett. Sehr schön. Wie sieht's oben aus? Ja, ja, ja. War ich also nicht mehr in der Kaserne schlafen? Das ist doch schön. Okay, das ist nicht so schön. Nicht einmal was drin. Naja. Sausage. Gut. Was haben wir denn da? Sind wir da hergekommen? Ich hab das nämlich mitbekommen. Schon, ja. Stimmt, da bin ich so zum Hafen.
Aber hier im Osten waren wir noch gar nicht. Hier beginnt die Pause. Oh, was haben wir denn hier? Ja, das Ort ist von Magie durchflossen. Das sehe ich auch. Der Kapelle. Interessant, geht's da runter irgendwie rein? Ins Badehaus? Das will ich mir anschauen. Hilfe! Ihr müsst mir helfen! Meine Mädchen sind weg und Kanzuba liegt tot hinten in ihrem Zimmer. So helft mir doch. Wo? Vorfälle im Badehaus? Sie sind weg und ich fürchte das Schlimmste. Sie sind nicht hier rausgekommen, aber es geht auch kein anderer Weg hinaus. Bitte, geht hinein und seht nach. Sicher fällt euch etwas auf, was ich übersehen habe. Natürlich, sicher. Auch ihr. Oh, hübsches Bild. Das ist ein Teppich. Ich habe das tote Mädchen gefunden. Bei ihr liegt ein toter Hund. Es ist keine weitere Spur zu sehen. Sollte Mama Bordella noch einmal fragen, ob sie weiß, was den Hund auf sich hat. Oh, Schnuffi. Ja. Weit gelaufen ist. Habt ihr meine Mädchen gefunden? Ich mache mir Sorgen um sie. Der tote Hund? Der gehört dem Khajiit-Bettler hier in der Stadt. Der Hund war der Liebling der Damen und kam öfter hier vorbei. So auch diesmal. Der rannte hier rein und kurz darauf fingen meine Mädels an zu kreischen. Als ich nachsehen wollte, fand ich die tote Kanzuba. Der Hund war auch tot und die anderen Mädchen sind verschwunden. Frag doch den Bettler über seinen Hund aus. Aber der Hund war es nicht. Lebt wohl. Das hat mir der Sache mal auf den Grund gehen. Aber Moment, ich schau schnell. Google schon mal die nächste Quest, die wir machen wollen. Weil die ich machen will. Oh ne. Das ist nicht. Oh, auch nett. Miau! Ja, mein Hund ist tot. Ich habe seinen Geist im alten Keller an der Pyramide gesehen. Die Vorfälle im Badehaus sind schlimm. Aber ich habe sie immer gewarnt, den Hund einzulassen. Er ist der Schlüssel zum Durchgang. Irgendwann muss dir ja mal was passieren. Okay. Lebt wohl! Alter Keller, aha. Ich muss in den alten Keller rein, oder? Wenn sein Hirn nicht ganz zugehört. Ja, tatsächlich. Ah, okay, er läuft mir jetzt hinterher.
oder? Kommst du? Ja. Gut, auf zum Badehaus. Kommt der? Ah, da ist er ja. Eine Geheimtür hat sich geöffnet. Ein dunkler Gang ist dahinter. Möglicherweise sind die Mädchen dort verschleppt worden. Ah, da. Danke, Schnuffi. Seele. Hey! Aua. Hier los, ich werde wahnsinnig. Okay, noch geht's. Ein Geistertod. Bäh. 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 Vielleicht jetzt hier.
vergesst das. Hoffentlich lebt wenigstens noch eine von den Mädchen. Seite kommst du, links oder rechts? Ah, schon früh. Das heißt, großer Vampirstein. Nehmen wir mal. Oh, was haben wir denn da? Ich wurde von einem Vampir angegriffen. Möglicherweise hat er etwas mit dem Tod der Mädchen zu tun. Ich sollte ihn mal nach Beweisen durchsuchen. Tagebuch eines Verrückten. Auszug aus dem Tagebuch eines Irren. Heute wollte unser König mich doch tatsächlich in die Höhle der Verrückten stecken, als ob ich nicht mehr bei Verstand wäre. Dieser alte Narr, ich habe mich durch die alten Gänge davongeschlichen. Gut, dass mein Großvater mir das Geheimnis der unterirdischen Gänge bis nach Marodon Osterkal verriet. Leider ist ein Durchgang hinter mir zusammengebrochen. Ich habe diese Gänge weiter erforscht und komme einfach nicht mehr weiter. Es sind eine Geheimtür, aber ich finde keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Ich werde mich weiter unten in die Gänge zurückziehen und schlafen. Möglicherweise kommt irgendwann jemand vorbei und lässt mich hier raus. Zum Glück hält der Vampirismus mich am Leben, aber der Hunger wird hart werden. Ich bin wieder erwacht und rieche den Geruch von Blut. Er erfüllt die ganzen Gänge. Wieder stehe ich vor dieser verdammten Geheimtür. Dahinter ist der Geruch des Blutes so stark, dort muss jemand sein. Ich weiß nicht, wie lange ich von dieser Tür lag, aber sie hat sich geöffnet. Da stand ein Hund. Er war meine erste Mahlzeit. Und hier ist noch mehr. Viele Frauen. Ein Festmahl. Ich werde ein paar mit nach unten nehmen und später von ihnen trinken. Ich habe mich wieder mal nicht beherrschen können und alles gleich getrunken. Meine schönen Vorräte sind leer. Und die Tür ist wieder zu. Warum musste ich, Idiot, auch wieder hier runtergehen? Soll ich schon wieder schlafen? Die Tür hat sich geöffnet. Es ist jemand in die Gänge. Ich rieche sein Blut. Er kommt zu mir. Wenn ihn die Viecher in den Gängen nicht vorher töten, werde ich mich an seinem Blut laben. Ich frage mich, wo dieser Daedrops auf einmal herkommt. Es kommt jemand. Ich werde wieder trinken können. Okay, das Geheimnis ist also gelöst. Aber es stimmt schon. Wo kommen diese Daedrops her? Oh, kein schöner Anblick. Ja, mit anderen Worten, nichts wie raus hier. Ha! Bäh! Oi. Der Mörder wurde seiner gerechten Strafe zugeführt. Aber leider hat keins der Mädchen überlebt. Ach ja, traurig. Aber was will man machen?
war einfach so. Ach. So. So, was war hier? Ach so, eine Sackgasse. Okay. Und war schon. Hätte Schnuppi die Tür nicht geöffnet? Naja. Habt ihr meine Mädchen gefunden? Ich mache mir Sorgen um sie. Meine Mädchen sind alle tot? Durch einen Vampir dahingeschieden? Welch tragisches Schicksal. Wie soll ich jetzt meinen Betrieb am Laufen halten? Natürlich bin ich über ihren Tod betrübt. Aber ich muss auch an meine Zukunft denken. Neue Mädchen kosten gutes Geld. Ihr könntet mir doch sicherlich helfen. Ich brauche nur 4000 Goldstücke, um meinen Betrieb wieder in Schwung zu bringen. Dafür könntet ihr euch immer kostenlos hier amüsieren. Was meint ihr? 4000. Ihr habt mich gerettet. Wenn ihr das nächste Mal wiederkommt, ist sicher auch für euren Geschmack etwas dabei. Umsonst, versteht sich. Kostenlos, aber nicht umsonst. Seht euch vor. Ja gut. Eigentlich habe ich gar kein Interesse, aber gut. So. Soweit ich das beurteilen kann, haben wir eigentlich... Oh, jetzt wird es mir endlich angezeigt. Das ist schön. Badehaus, Grabkapelle... Tempel, der Priester. Was ist denn das? Ach, das ist der Kristall, wo wir waren. Wo ich gedacht habe, dass da eine Quest startet, die dann nicht gestartet ist. Ah gut, hier im Westen waren wir noch nicht. Da würde ich sagen, schauen wir uns das gleich mal an. Ganz wenig Zeit haben wir noch. Wenigstens den Rest von Marodon Ostrak halt anzuschauen und dann werde ich mich für die letzte kleine Quest hier in der Stadt, bevor wir uns wieder um die Stadtwache kümmern, informieren. Und ja, gut, hier ist noch ein schönes Haus. Das Haus ist Graf, na. Ja, der muss auch irgendwo liegen. Hier die Stadtmauer. Ja gut. Ah, stimmt. Hier sind die Gärten. Aua. Oh. Reparieren schadet nicht. Gruß euch. Hallo, habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen heilige Reliquien sammeln? Schönen Tag. Ja, die haben sie schon längst alle gefunden. Hä? Was ist? Ah, gut. Wo dieser Kristall ist. Also ich dachte, es wäre dieser Mitte. Aber er hat die Quest nicht getriggert. Deswegen würde ich sagen... Ach, ich laufe jetzt schnell noch mal hin. Vielleicht ist jetzt, steht jetzt jemand da und wenn nicht... Auch okay. Gibt ihr halt ein paar Minuten länger. Von Magie durchflossen, aber das sagt nichts aus über die Quest. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und beim nächsten Mal schauen wir mal, was es noch so alles im Marodon Ostrak zu erledigen gibt. Macht's gut. Tschüss.